Ja, meine Lieben, hallihallo zurück, ein letztes Mal hier bei Lords of the Fallen auf der PlayStation 5, bei meiner Item-Beschau in meinem Inventar, genau. In der Hoffnung, euch eine kleine Hilfe sein zu können, genau, um auch schnell zur Platin zu kommen. Jo, bitte vergleicht's noch ein letztes Mal mit mir, was euch noch fehlt, was euch noch angeht. Ich habe alles für euch. Und dann hoffen wir, dass wir das gemeinsam schaffen werden. Und dafür gehe ich jetzt gleich mal ins Inventar rein. Und wir fangen gleich mal mit den Schellen an. Also sprich mit den Masken, mit den Helmen und so weiter und so fort. Ober, also Kopfteil, Kopfbereich, Kopfteil. Ich werde alles wieder langsam runterscrollen lassen in diesem in dieser Geschwindigkeit in etwa, fahre dann wieder zurück und gehe eine Ebene weiter nach unten und so machen wir das dann. Ja. Und ihr schaut bitte, wo es euch noch angeht und dann schaffen wir das gemeinsam. Okay, ich mache gar kein Langsam und kein Platz. Ich werde mich da jetzt auch nicht aufhalten und ich gehe jetzt bitte, bitte, seid mir nicht böse, weil ich nicht wirklich auf jedes einzelne Item da eingehen werde, denn es sind, ich habe es ja schon mal gesagt, so um die 360 Rüstungsgegenstände, Rüstungsteile. Also das beinhaltet eben diese ganzen Helme, Maskenhelme, dann Panzer, halt Oberkörper, Arme und Beine. Also und ja, das ist schon ein bisschen was und ja, das tun wir jetzt nicht auch. Gell? Leider, ja. Ich werde kurz nebenbei nur ein bisschen irgendwas anderes erzählen, dass die Zeit ein bisschen kurzweiliger ist. Und ja, gut, dann würde ich sagen, wir starten mal durch. Schaut euch das an und los geht's. Ja, sonst eigentlich, was gibt's sonst nur zum Sagen über das Spiel? Eigentlich eh, ja, ich konnte Bücher schreiben. Nein, ich konnte Bücher schreiben über das Spiel, aber ja, ich sage einmal so, was haben wir schon gemacht, was kommt nun? Es war ein erklärbarer Run, der hoffentlich für den einen oder die andere ein bisschen Hilfe war. Ja, wie gesagt, man kann es immer besser machen. Und, aber es ist relativ gut angekommen. Ich, bis jetzt, was ich gesehen habe auf meinem Channel. Ja, also die Leute schauen sich da an. So ist nicht glauben. Es ist unvorstellbar, wo man nie denkt, ja, dass sie dann doch so viel auf meinen Channel dann verirren. Ja. Also das ist ja wirklich, die haben sich da irgendwo verirrt und sind nicht mehr weggekommen. Ja. Weil anders gibt es das nicht. Dass da so viel da schauen. Ja. Nein, ich freue mich natürlich. Ich bin echt happy. Jeden Klick, was ich da sehe, am nächsten Tag, wenn wieder einer da war. Weil bei mir ist das ja ein anderes Ding. Ich bin da nicht in die 10.000, 100.000 Millionen Dings. So, ich freue mich über jeden Einzelnen. Das ist bei mir ein bisschen anders. Und ja, also darum habe ich mich recht gefreut, dass dieser Erklärbaran so gut angekommen ist. Jetzt, zu diesem Zeitpunkt, wo ich das gerade aufnehme da, nachträglich habe ich das nochmal verbessert, ein bisschen drum mache ich das jetzt nur mal für euch. Zu dem Zeitpunkt bin ich gerade beim Hochladen des Bossrushes, ja, aktuell. Und hoffe natürlich auch, dass das auch halbwegs gut bei euch ankommen wird. Weiß ich ja noch nicht, darum rede ich ja nur in der Vergangenheit jetzt eigentlich. Was in der Zukunft sein wird, das weiß niemand. Und ja, wird auch natürlich immer ein bisschen Hetz dabei und im Vorfeld rede ich nur ein bisschen über die Gegner und so weiter und dann lege ich ihn halt. Ne? Ja, als drittes dann kommt das 360 Grad Herzeige, die Geschichte, die Rotation da von allen meinen Rüstungsteilen, also meinen Rüstungssets und also Rüstungen halt, wie es auch schon bei einigen Projekten von mir gemacht habe, ja, Elden Ring und Dark Souls 1, Dark Souls 3, Bloodborne ist auch recht gut angekommen, aber auch schon bei 1300 Klicks. Das ist für mich auch Wahnsinn, weil das glaubt es nicht. Das ist ein anderer Loch, aber für mich ist das auch Wahnsinn, Alter. Ich hatte einen Herzkasperl gekriegt, wie ich das gesehen habe. Ja? Ich habe ein paar Tage nicht geschaut, wie sie da die Klicks da in Tee pusht haben. Unvorstellbar. Ja? Wahnsinn für mich. Ne? Ich muss mir gleich wieder ein paar Lizettin einschießen, dass ich das durchdrücke. Ja? Also ganz toll, eine Bückerfreude. Echt. Ja, und dann als nächstes ist eben das, was ich euch da jetzt gerade zeige, dieses Teilprojekt, ja, mit den ganzen Items, Inventar, alle Inventargegenstände halt,
Hoffe, dass das auch ein bisschen dem einen oder der anderen was gebracht hat. Ja, wie gesagt, und bitte seid mir nicht böse, weil ich da jetzt nicht auf jedes einzelne Item eingehe. Ihr seht es eh und habt es auch gleich gesehen. Schadensminderung, Widerstände, wie das so ausschaut. Jedenfalls, es sind alle Teile. Ja. Jetzt waren das einmal die ganzen Kopfteile. Und bitte vergleicht, wenn es am Schluss genauso ist wie bei mir, dann habt ihr einmal die Masken und Helme einmal komplettiert. Ich gehe jetzt gleich zum nächsten wieder, Rüstungs-, also Oberkörper. Und wir fangen natürlich oben wieder an und es geht munter weiter. Und los geht's. Bitte vergleicht es wieder, schaut euch alles an, was euch noch fehlt und so weiter und so fort. Ja, dann werde ich nur machen. Ja, dann kommt als nächstes dann das Herzeigen der 3D-Models. Und da natürlich mache ich auch wieder eine Gaude. Ne? Wie es mich halt kennt, ich bin ja ein Kasperl, was das betrifft. Und das habe ich aber immer so gemacht und werde ja weiterhin so machen. Das taugt mir und es soll ja ein bisschen lustig sein. So ernst und streng, ich meine, sind nicht die meisten. Das muss ich nicht auch noch sein. Ne? Das muss ich nicht auch noch sein. Gut, und darum mache ich das immer ein bisschen mit Humor und Spaß. Und wem es gefällt, der soll es anschauen, wem nicht, muss ja nicht. Der muss ja nicht. Ja, und das wollte ich sagen, ja, und da habe ich auch ein bisschen meinen Senf dazugegeben zu diesen ganzen 3D-Models da. Am Anfang waren es einmal die normalen Gegner, dann die Zwischenbosse bis großen Bosse und am Schluss dann die ganzen NPCs. Und bei den NPCs, da habe ich es so gemacht, dass ich bei jedem NPC, weil ich so geschickt beieinander habe, ja, jeden einzelnen NPC noch einmal seine gesamte, komplette Quest noch einmal erklärt habe. Ja, für euch. Ja. Weil da hat man es schön beieinander gehabt und dann hat man gedacht, ist das eine gute Sache. Ich habe es eh schon vorproduziert, brauche es dann nur mehr hochladen, wenn es dann soweit ist. Wie ich das dann hochladen, bitte entnehmt es dann aus meiner Beschreibung. Ich habe bei jedem Video hab ich das als Beschreibung dazugegeben, dass ihr seht, in was für einer Dinge das dann hochladen. Ja. Und ja, das war das. Ja, dann kommt das Artbook als nächstes dann, glaube ich, noch. So habe ich das dann nachher gesagt. Kommt das Artbook dann noch mit den ganzen Fotos und so. Sage ich euch dann auch noch. Und dann, last but not least, als krönender Abschluss, mein Senioren-Speedrun. Ja. In 2 Stunden 19 Minuten, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, habe ich das gemacht. 2 Stunden 19 Minuten durchgerascht, würde ich beinahe fast so sagen. Ja. Da habt ihr mal Staubwolken von mir gesehen, wie der Roadrunner in Action. Mep, mep, kennt ihr, ne? Wie der, ja. Ich hab gesagt, nur mit der Speedy Gonzales. Ja. Die Eltern kennen den nur, das ist die schnellste Maus von Mexiko. Ja. So ungefähr war ich. Ja. Also unvorstellbar. Also für Menschen meines Alters, waren sicher, wenn der Weltrekord, glaube ich, jetzt wirklich nicht. Ich glaube, der ist eine Stunde schneller unterwegs. Aber wie gesagt, das ist ja eine andere Klasse. Ne. Ich spiele ja in der Seniorenklasse. Wie gesagt, ich habe da einen Vertrag unterschrieben. Also ich habe Vorteile, ich darf gewisse Sachen machen, was andere nicht machen. Darf man sich darf nebenbei trinken, ja, darf nebenbei kacken gehen, ja, wenn ich muss. Ja. Weil was der Inkontinenz und so ist ja da auch schon dabei. Nicht? Also wenn du in Tropfen hast, dann da hast du eben manche Sachen darfst du sonst nicht. Ne? Ab einem gewissen Alter. Und wie gesagt, ich habe Normfreiheit, weil ich habe gesagt, wie gesagt, in meiner Klasse, das ist unter Süd-Südpol. Ja, also das ist wirklich, ich bin da in einer eigenen Klasse, ich glaube erst eine Stunde 20 oder was länger hat dann der Karl aus Duin gebracht. Ich glaube der Karl aus Duin und aus der Obersteiermark war dann nur der Siegbert. Der Siegbert aus der Obersteiermark, der hat dann, glaube ich, auch, der war schon 3 Stunden 20 hinter oder was. Und aus irgendwo, wo war denn das? Irgendwo wo war denn der daheim? Ich glaube, war der nicht aus Villach? Ich glaube, aus Villach war der Gisbert. Ich glaube, der Gisbert aus Villach, der war dann schon 8 Stunden 19 hinten. Aber der hat dann da dazwischen kurz mal einen Herzinfarkt gehabt.
Der war dann kurz einmal außer Gefecht. Aber den haben sie dann gleich wieder hingesetzt, weil den haben sie mit den Burlecetin-Flaschen wieder hingebracht. Der hat dann gar nicht erst ins Spital messen. Der hat sich wieder hingesetzt, hat weitergemacht und darum hat er ein paar Stunden natürlich war im Verzug. Ne? Und darum war er gar so weit hinten. Nicht? Aber eigentlich für das ist eigentlich war der Boxenstopp nicht gar nicht so schwach. Also eigentlich eh relativ schnell. So, wir haben das einmal durch, ich rede schon wieder, wir sind schon wieder fertig da. Gut, ich gehe da gleich weiter. Ich tue hier gleich anschließen mit den Armteilen. Und es geht hier munter weiter. Bitte dazu wieder alles vergleichen und schauen, was euch noch fehlt. Und wenn ihr das dann alles so habt wie ich, dann seid dann der Platin um einiges näher. Ja, also wie gesagt, das kommt von mir, also ich habe da nicht wirklich eine Konkurrenz, das ist eigentlich auch, ja. Und nicht nur jetzt international, also national reden wir gar nicht, selbst international aus anderen Ländern haben sie auch alle keine Chance, überhaupt nicht. Ne? Und das ist mit dem noch nicht genug gelernt, ich bin nicht nur Weltmeister, nationaler Meister, Weltmeister, ich bin auch Sonnensystemmeister. Ja? Ich habe es richtig gehört, in meiner Klasse. Ja, denn selbst Marsmännchen ja, und Bestien, Kreaturen aus anderen Sonnensystemen haben es mit mir schon aufgenommen und nicht geschafft. Ja. Also keiner kann mir nur annähernd das Wasser reichen. Ja. Aber nicht nur annähernd. Ja. Und wie wir nur mal gesagt haben. Ja. Und ihr werdet es dann sehen, was ich im hohen, was heißt hohen, im extrem hohen Spielealter eigentlich nur leiste. Ja. Da, ich habe es eh schon oft gesagt, da sitzt normal nicht einmal mehr wer vor der Konsole oder vor dem Computer. Die müssen schauen, dass sie irgendwie gerade so erkennen. Entschuldigung den Ausdruck, aber es ist ja so. Ja. Oder sitzen mit dem Burlecetin-Flaschel daneben. Nicht? Und schauen eh noch mehr zu, weil sie den Controller nicht mehr halten können, weil er ihnen aus der Hand fällt. Ja. Und darum bin ich eigentlich wirklich sehr stolz, dass ich in meinem hohen Alter da noch wirklich sowas Unvorstellbares leiste. Und das will ich euch zeigen und will ich euch bitten, darbringen. Ja? Ich für euch. Ja? Ich mag es nur für euch. Ja? Ich brauche es nicht mehr. Ich konnte meine Computer-Spielekarriere schon ewig lang am Nagel hängen. Mache ich aber nicht, weil ich es für euch mache. Ja? So. So habe ich das auch gesagt, gell? Glaubt ihr mir das wäre? Alles, was ich da jetzt gesagt habe? Glaubt ihr mir das? Nein, wirklich, es ist ja so. Es ist ja so. So, dann haben wir nur die Beine. Ja, bitte auch hier noch einmal alles vergleichen. Da sind jetzt auch Röcke dabei und alles, gell? Also ganz, ganz tolle Sachen. Ich starte wieder und schaut's bitte. Vergleicht's wieder alles. Ja, und dann war's das mit meinem Projekt Lords of the Fallen. Und ich hoffe, dass das dann halbwegs ankommt. Es ist ein Haken, nein, ich sage erst, das war ein Haken. Ich glaube Mitte Dezember habe ich angefangen mit dem Projekt. Ja. Weil am Anfang musste ich ja mal, wie oft ich das gespielt habe. Und dann vorüber haben wir dann die besten Sachen rausgepickt, ja. Und wie es dann hochladen. Ja. Dann bin ich wieder auf was draufgekommen, was ich verbessert habe. Dann habe ich es wieder gespielt, dann habe ich nur meinen Rand gemacht. Ja. Bis ich es dann so perfektioniert habe, wie ich es jetzt habe. Ne. Und jetzt haben wir in Echtzeit gerade, in Real Life, wie man so schön sagt, was haben wir denn heute? Im 9. März, könnt ihr euch das vorstellen? Was habe ich die Reihe schon gemacht? Entschuldigung, mal es nur mal. Im 9. März, das ist ja unvorstellbar, ne? Es kommt bald Ostern, ne? Also ein Wahnsinn eigentlich, ne? Wie lange ich da schon mal dummschalte. Eigentlich hätte ich vielleicht. Wirklich, einerseits sage ich mir, das Leben ist mir, Zeit ist mir wichtig im Leben, aber da bin ich wieder so deppert und ne? Konnte ich eigentlich das für was wirklich was anderes nutzen, aber es gefällt mir. Das ist wirklich ein Spiel wieder, was mir gefällt. Und ich bin also ein Fan von diesem Spielgenre, ja, sag ich einmal. Das hat mir immer schon taugt. Dark Souls immer schon geil gewesen. Das Zweier war ein bisschen, ja, habe ich auch gespielt. Aber Dark Souls, alle drei Teile kannst du sagen, Demon Souls. Mir hat so gefallen, ja. Demon Souls sowieso, überhaupt die neue Dings dann von der PlayStation 5, dann diese Remastered oder was, das ist extrem geil. Oder das Remake. Nein, wie ihr seht, was ich meine. Ich habe es eh auch gespielt. Ich habe es eh auch.
auf mein Channel. Extrem geil, ne? Ja, und dann, wie gesagt, dann, ja, ich meine, Bloodborne sowieso eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Und ja, mein Elden Ring sowieso. Habe ich ja auch so einen Boss-Rush gemacht. Aber natürlich alles in meinem Niveau, ne? Was ich hergeben kann, ne? Meinem mir möglichen Bereich, ne? Andere, die lachen sich, aber die schon, wie gesagt, das habe ich auch schon hundertmal gesagt, die schauen sich den Scheiß von mir gar nicht an, weil sie es nicht interessiert. Ne? Aber darum sollen ja meine Videos, mein kompletter Channel eigentlich eher den Erstlingen, für die Erstlinge hauptsächlich dienen. Ja? Die Pro-Gamer, die Gurus, die, wie gesagt, die lachen da eh nur drüber. Beziehungsweise die schauen sich das ja gar nicht an. So, jetzt sind wir gleich durch, Leute, wir haben es gleich. Und ich bin auch froh, dass wir es haben. Denn ich habe erstmal gar keine Stimme mehr. Muss man dann wirklich mal was einschießen. Ich glaube, ich muss mir jetzt einen Tee machen. Mit Honig, glaube ich. Weil dass die Stimme wieder besser wird. Und wenn das nicht hilft, dann muss man noch ein bisschen einen Romano dazu haben. Glaube ich. Mal schauen. So. Gut, meine Lieben, dann haben wir es durch. Gell? Ich hoffe, das war euch nicht zu schnell, aber ihr könnt es jederzeit stoppen, auf Pause drücken. Und wenn euch, wie gesagt, mein Quagelt am Sack geht, was ich auch verstehe, kann, wirklich. Klar, wirklich. Also, wenn ich es weiß, ja, täte ich auch auf das Erste, was ich mache. Wenn ich mich höre, die täte mich muten. Das war das Erste, was ich mache. Aber ja, wie gesagt, jeder wie er will. Aber auf der anderen Seite, natürlich könnt ihr einiges verpassen, auch nicht. Also, gut, dann war der, ja, na, das Allerwichtigste noch, ich hätte es fast vergessen erst, weil, ja, folgendes, ich habe jetzt die ganze Zeit diesen, ich glaube, sind es 5 Parts waren, ich glaube 5, ja, mit meinen ganzen Sachen eben für euch, dass dann schnell zur Platin kommt, und ich zeige euch, jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere denken, ja, jetzt sagt uns das, der tut ja da nur auch Gameplay, ja, aber der hat ja nicht einmal eine Platin. Ne? Und das werden halt wahrscheinlich, du fühlst, die kann man selber noch nicht. Ich bin mir sicher, da gibt es noch genug im Netz, ja, die, was sich das anschauen, die kann man selber noch nicht. Das ist Hope. Ja? Und ich beweise euch das jetzt, ja, denn ich habe sie festgehalten, meine Platin. Ja? Bekommen habe ich sie. Meine letzte Amtshandlung war nämlich das Achievement, wo ich, habe ich sogar schon mal irgendwo erwähnt, jetzt in den letzten Parts, wo ich mit dem Paladin Isaac in Lichtschnitter besiegen muss. Also, er kann eh abhangeln auch während des Kampfes, aber ich muss ihn zumindest mit reinnehmen in den Lichtschnitterkampf. Ja. Und das ist ein geheimes Achievement, ja, das kann man schnell mal übersehen. Und das hat mir eben noch gefällt, ganz am Schluss. Und mit diesem besagten Achievement habe ich dann die Platin bekommen. Ja. Und das habe ich bei mir auch so eingestellt, dass ich es eben nicht vergiss, blöderweise, oder vergessen kann, dass wenn ich eine Platin mache irgendwo, dass man das dann ein 30-Sekunden-Video macht eben, mit der Platin, mit der Errungenschaft dann. Ne? Und genau, und das gibt es jetzt doch anschließend nur ganz kurz, das Platin-Video von mir für euch, das jetzt endgültig einmal alle Unklarheiten dann beseitigt sind und dass man dann wirklich glaubt, ja. Weil der eine oder die andere glaubt man selber noch nicht. Aber es ist ja so. Man braucht ja nicht lügen, man war ja, da täte man selber ins Fleisch schneiden. Ja, da täte man selber ins Fleisch schneiden. Gut, okay. Dann abschließend, ja, gibt es dann nur das Video von der Platin von mir für euch und ich hoffe innigst, aber innigst, ja, dass ihr auch so schnell wie möglich dann zur Platin kommt, die was sie eben noch nicht haben, ja, und ja, dann werden wir uns alle dann im Kreise der Erlauchten wiedersehen, ja, im Club der Toten Dichter, oder weiß ich nicht. Gut, und so ist es gewesen sein, meine Lieben, das nächste Mal, lass mich nachdenken, was da dann kommt, sollte dann das 3D-Model-Beschau sein, Wenn mich nicht alles täuscht. Ich glaube, dass das so ist. Ja. Okay, gut. Dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen, fürs Zuhören. Würde mich freuen, wenn der ein oder die andere mir ja, treu bleibt. Natürlich freue ich mich. War gelungen, wenn es nicht so war. Und ja, dann macht es gut.
Wir sehen uns eh bald wieder bei was Neuem dann. Und ja, haltet die Ohren steif und vor allem ganz wichtig, bleibt mal gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Yeah.